Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir, meiner Urlaubswoche. Ja, es war in der Woche ja Christi Himmelfahrt und ich wollte eigentlich in dieser Woche entspannen und wandern und allerhand Dinge tun. Es kam dann aber doch ein bisschen anders als geplant. Ja, einfach im privaten Bereich hatte ich so ein bisschen einen Notfall und was dann auch mit Krankenhaus verbunden war und ja, es war nicht so ganz einfach, ist auch irgendwie nicht so einfach, aber das Jahr hat es irgendwie in sich und es könnte jetzt langsam auch mal ein bisschen besser werden. Ja, zudem war der Start noch von dem Urlaub recht schön mit Sonne und richtig Temperaturen um die 27 Grad habe ich 2 Tage sehr genossen und ja, das sommerliche Wetter auch für Gartenarbeiten so ein bisschen ausgenutzt und Hörbuch gehört draußen. Es war richtig, richtig schön. Ich war auch beim Friseur. Ich glaube, jetzt so von vorne sieht man gar nicht so viel, außer dass es ein bisschen kürzer geworden ist. Aber ja, hinten hat die Friseurin doch einiges an Haare wieder entfernt, was einfach, ja, ich bin da einfach so ein bisschen mägelig, das glaube ich, muss ich auch einfach sagen. Aber ja, mir gefällt jetzt, glaube ich, die Länge auch wieder ganz gut und auch die Farbe ganz gut. Die grauen Haare sind wieder entfernt. Und ja, es kamen dann ja die Eisheiligen, dementsprechend sehr viel Regen, relativ kalte Temperaturen. Und dann eben auch so ein bisschen das, was mich so im Privaten dann beschäftigt hat. Ja, allerdings habe ich 6 Geschichten zu präsentieren. Ich habe einen Film geschaut und eine Serie gesuchtet. Also ich habe auf jeden Fall lese-hörbuchtechnisch einiges geschafft. Eben einfach auch, wo ich mich da einfach so verkrochen habe und mit dem schlechten Wetter dann doch eigentlich nichts anderes blieb, als einfach Nachmittage auch ein bisschen auf der Couch zu verbringen. Bei den 6 Geschichten habe ich ein Buch abgebrochen, eins ist sozusagen jetzt die 2. Hälfte von dem Buch, was ich euch in der letzten Woche schon angeteasert habe. Und ich habe einen Reread und ich habe auch direkt eine Dilogie sozusagen beendet. Und ja, ich glaube, wir fangen wie immer ein bisschen chronologisch an. Ihr findet alle Bücher unten in der Infobox. Dazu findet ihr auch mein Instagram, den Leseklub, die Hörgenuss des Monats Playlist. Also schaut da gerne mal vorbei. Ich packe da auch immer rein, wenn es irgendwie Rezensionsexemplare oder so sind. Also schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr mehr Infos zu den Büchern wollt. Ja, wir starten chronologisch mit dem Hörbuch, mit dem ich in die Woche gestartet bin. Kissing in the Rain von Kelly Moran, der Autorin der Redwood Love-Reihe. Ja, war nicht so ganz das Gelbe vom Ei. Dann die Dilogie der Woche sozusagen ist Vicious und Vengeful von V.E. Schwab. Ich habe den ersten Band hier ja im Tauschticket gehabt und ja, musste dann auch direkt den zweiten als E-Book holen und lesen. Dann das halbe Buch der Woche ist von John Maas, Wenn Schweigen tötet. Das habe ich in der letzten Woche ja schon angeteasert, dass wir hier jetzt dann noch weitergelesen haben und es dann auch beendet haben. Zusammen mit der lieben Becky habe ich Fluch der 7 Seelen von Adeline Grace gelesen. Auch als E-Book ist der Auftakt einer Dilogie. Und dann, ja, ich habe ihn so stellvertretend für das Thumbnail hergeholt, habe ich Harry Potter gereadet und den 3. Teil. Und ja, da spielt dann auch Sirius Black eine große, große Rolle. Aber wir starten mit Kissing in the Rain von Kelly Moran, ein Hörbuch, das ich so nach ca. 40%, also knapp 200 Seiten, abgebrochen habe. Ich habe ja die Teile der Redwood-Reihe sehr, sehr geliebt, egal ob es die Trilogie war oder diese Dilogie. Es wird jetzt im Herbst-Winter noch ein Redwood Lights geben, was dann auch irgendwie im Winter spielen wird, da freue ich mich sehr. Allerdings habe ich mich hier auf ein Standalone gefreut und es ist wohl das Buch, mit dem die Autorin auch ihren Durchbruch in den USA geschafft hat. Gesprochen wird das Hörbuch von Christiane Marx, der habe ich auch sehr gern zugehört, also an ihr lag der Abbruch definitiv nicht. Ich muss sagen, ich habe mich natürlich auf dieses Buch gefreut. Zum einen, weil ich den Titel cool finde. Ich fand auch den Klappentext spannend. Ich hatte es, glaube ich, auch bei den Neuerscheinungen mit erwähnt. Und es war eben einfach von Kelly Moran, wo ich einfach gehofft habe, dass mich das so ein bisschen begeistern kann, wie die Redwood Love-Reihe natürlich. Ja, wir treffen auf Cameron, die ja eine große, verrückte Familie hat, die auch irgendwie ihren Ursprung in den Balkanstaaten hat. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob Serbien war
oder Kroatien, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Es ist eine große, verrückte Familie und das erklärt auch so ein bisschen, wie Cameron so drauf ist, warum Dinge sich so ergeben, wie sie sind, zumindest für meine Begrifflichkeit. Ihr Freund, der auch gleichzeitig irgendwie ihr Kollege oder sogar Vorgesetzter ist, trennt sich von ihr mit einem ganz extremen und gemeinen Trennungsgrund und gleichzeitig wird sie an dem Tag auch noch gekündigt. Sie wird nicht mehr benötigt, da wo sie jetzt arbeitet. Und dann hat sie auch noch die Kündigung für ihre Wohnung erhalten, weil hier der Vermieter auch irgendwie Eigenbedarf, glaube ich, angekündigt hat. Also es kommt alles an diesem Tag zusammen. Zudem ist das Problem, dass die Hochzeit ihrer Schwester bevorsteht und sie ist da jetzt wieder Single und darf sich von ihrer Familie wieder Vorwürfe anhören, Fragen stellen lassen. Sie wird wahrscheinlich wieder an den Katzentisch kommen, wie sie so sagt, und da hat sie eigentlich überhaupt keine Lust. Zusammen mit ihrer Schwester macht sie dann eben den Plan, einen guten Freund der Familie im Grunde zu fragen, ob sie im Grunde nicht einfach eine Beziehung vortäuschen wollen. Und er lässt sich auf den Plan mit ein und der Freund macht da mit, versuchen es auch beide wirklich sehr überzeugend ein bisschen darzustellen. Allerdings ist ihre Familie überkritisch, äußert auch diese Kritik wirklich sehr direkt, also ich fand das schon ein bisschen sehr unverblümt, und meckern dann auch nur an der Wahl, die Treu gefällt hat. Also tatsächlich auch die Familie von Cameron ist total überrascht, wie jemand wie Treu im Grunde sich Cameron aussuchen kann. Und so sind wir ein bisschen bei diesen Hochzeitsvorbereitungen dabei, ein bisschen bei der etwas merkwürdigen Familie. Und so führt dann halt auch eins ein bisschen zum anderen. Und wir haben so ein bisschen eine Geschichte von Friends to Lovers. Und das ist grundsätzlich was ich persönlich nicht ganz so gerne lese. Aus verschiedensten Gründen. Und ich habe das auch hier wieder gemerkt, dass mir das einfach nicht so richtig gefällt. Zum einen muss ich echt sagen, dass ich Camerons Familie mich echt gefragt habe, also wenn man so eine Familie hat, da braucht man ja gefühlt echt nichts mehr. Wirklich diese Gefühle, die sie Cameron gegenübergebracht haben, zum Selbstzweifel, das Selbstbewusstsein immer nach unten gedrückt, das fand ich wirklich heftig. Also nichts dagegen, dass man direkt ist, aber man sollte eine gewisse Höflichkeit und Nettigkeit trotzdem an den Tag legen, besonders einfach in der eigenen Familie. Und so muss ich echt sagen, tat mir Cameron an vielen Stellen leid und ich hätte sie manchmal super gerne aus Situationen rausgezogen, war aber auch verwundert, dass niemand anderen etwas dazu gesagt hat, dass keiner für sie irgendwie in die Bresche gesprungen ist, dass jeder noch mehr auf ihr darauf rumgehackt hat und alle irgendwie mitgemacht haben. Also das finde ich echt heftig und ja, natürlich funktionieren Familien oft anders, wie zum Beispiel, wenn man Kollegen ist oder ein Team ist oder in Freundschaft ist. Aber dass egal, was da gegen Cameron gesagt wurde, dass da jeder mitgemacht hat, das fand ich tatsächlich ganz schlimm. Und das fand am Ende dann auch Troy schlimm, den ich dahingehend auch sehr sympathisch fand, der dann eben auch Cameron irgendwann so ein bisschen mit anderen Augen gesehen hat. Aber die Zweifel, die beiden einfach hatte, sowohl sie, zum einen hat sie immer angefangen, über sich selbst zu zweifeln, über ihr Leben, über ihre Entscheidungen, über dass sie hier jetzt sowas vorspielen. Und dann zweifelt auch noch Troy an sich, ob er nicht zu gut für sie wäre oder, oh, jetzt erkenne ich doch, was für tolle Lippen und Haare sie hat, und kaum steckt sie irgendwie in einem Abendkleid, sind alle irgendwie begeistert. Und diese Zweifel und dieses ständige Kritisieren, ich fand das wirklich mega, mega anstrengend. Das muss ich wirklich sagen. Das hat überhaupt keine gute Stimmung gemacht. Nein, es hat mich eher irgendwie runtergezogen, weil ich mir dann dachte, sollte so ein Buch nicht irgendwie auch mal gute Stimmung haben? Ich fand das wirklich anstrengend. Ich fand das sehr nervig. Ich fand wirklich, bei jedem zweiten, dritten Satz hat irgendwer an irgendwas gezweifelt. Ich habe am Ende gedacht, so müssen sich irgendwie Dementoren anfühlen. Das fand ich wirklich anstrengend. Die Familie wird schon sehr bildhaft dargestellt, das fand ich auch ganz schön. Und die Autorin hat sich wohl von ihrer eigenen Familie inspirieren lassen. Darüber kann man jetzt denken, tatsächlich, was man möchte. Ich hoffe, sie hat es sehr überspitzt und drastischer dargestellt. Es war schon irgendwie nett, besonders auch so der Anfang, so zum Reinkommen, als es dann aber so ein bisschen diesen erotischeren Touch bekommen hat. Und da war ich irgendwie so ein bisschen raus. Also als so dieses klassische New Adult herauskam, da dachte ich mir dann, wenn er innerhalb von einer halben Stunde viel mehr erzählt, wie erregt er ist und dass er sich umdrehen muss, damit sie es nicht sieht. Und ich habe mir dann wirklich so gedacht, also schauen wir Frauen tatsächlich in einem Gespräch einem Mann aufs Gemächt und durch die Jeans, ist das zu erkennen? Also ich muss wirklich sagen, ich fand das echt nervig. Und ich fand das dann auch irgendwann
so pubertär. Und nichts dagegen, jeder darf pubertär sein, wenn er in dem Alter ist. Aber erwachsene Menschen, also ja, auch Gedanken sind frei, aber ich fand es einfach nur anstrengend. Es gab so ein bisschen Cameo-Auftritt von Charakteren aus der Redwood-Reihe, das fand ich ganz schön. Aber ich hatte irgendwann einfach keine Lust mehr aufs Weiterhören. Ich fand es wirklich anstrengend, ich fand es nervig und mir hat es einfach keinen Spaß gemacht. Es hat auch kein wohliges Gefühl verbreitet. Es ja, hat mir einfach nicht gefallen. Und dann dachte ich irgendwann, ach ja. Und ich dachte mir dann auch, ja, jetzt hör doch einfach weiter. Jetzt hast du ja schon 40%. Aber ich dachte mir, nee. Einfach nee. Und dann habe ich auch einfach aufgehört und bin dann zu einem anderen Hörbuch gesprungen. Das war irgendwie nichts. Ganz im Gegenteil dann dazu die Dilogie von Victoria Schwab, Vicious und Vengeful. Das Buch hatte ich ja als Tauschpaket in einem Tauschpaket mir ausgewählt und als ich das beendet habe, habe ich mir am Feiertag direkt noch auf meinem E-Book-Reader dann auch den zweiten Teil geholt und ich blende den jetzt mal oben drüber ein. Ja, die Bücher sind erschienen 2019, 2020 und ich habe ja von Victoria Schwab eben in ihren Erwachsenenbüchern, wenn sie unter V.I. Schwab schreibt, sowohl die Weltenwanderer-Reihe absolut geliebt, als dann eben auch jetzt ja, das unsichtbare Leben der Eddie LaRue und es war jetzt einfach notwendig, dass ich auch diese Dilogie lese. Wir haben hier eine Mischung aus Fantasy, Science Fiction und Thriller und die Titel bedeuten ja im Grunde so ein bisschen bösartig und auch rachsüchtig und ich finde, das beschreibt diese Reihe auch wirklich sehr, sehr gut. Zudem finde ich auch die Aufmachung dieses roten Covers, also ich finde das wirklich mega und ich habe auch erst überlegt, gehst du los, holst du dir, aber in der Broschüre ist nichts weiter drin, holst du dir noch den zweiten Band auch als echtes Buch, wartest du auf Freitag, wenn die Buchhandlung aufhat und nein, ich habe nicht gewartet, ich habe direkt am Donnerstag dann auch mit dem zweiten Band weitergemacht. Wir treffen in der Dilogie auf Victor und Ellie, welche sich vor 10 Jahren in der Abschlussklasse befunden haben. Sie planen ein Experiment und bei diesem Experiment gehen sie davon aus, dass man durch eine Nahtoderfahrung, also wenn man eben wirklich fast gestorben wäre oder sogar schon für einen Moment tot war und wieder zum Leben zurückgeholt wurde, dass man besondere Kräfte erhält, wenn man wieder aufersteht. Und das ist natürlich relativ risikoreich. Beide führen das Experiment durch und erhalten dadurch dann eben auch besondere Kräfte und werden zu so einer Art Superhelden. Allerdings gibt es dann einen Zeitsprung zu heute, zu jetzt und dort erfahren wir recht schnell, dass irgendetwas passiert sein muss in der Vergangenheit, was die beiden zu Feinden gemacht hat. Und es scheint auch so, dass die beiden ihre Kräfte gar nicht mehr so unter Kontrolle haben und dass das Experiment zwar irgendwie geglückt ist, aber eben andere Dinge noch zur Auswirkung hatte. Und so erfahren wir dann auch ein bisschen was von diesem Rachespiel, was sehr spannend gemacht war und sich auch einfach oft für mich wie ein Thriller angefühlt hat. Diese Reihe ist unfassbar spannend, schnell erzählt und packend. Der erste Band war zu Beginn ein bisschen holprig, das muss ich tatsächlich sagen, weil wir eben nicht nur einen Perspektivwechsel haben, sondern eben auch noch so einen Zeitsprung zu verschiedenen Zeiten und da wirklich am Anfang erst so ein bisschen reinfinden müssen. Auch ist es sprachlich nicht so, dass sich das sehr voneinander unterscheidet. Das fand ich tatsächlich am ersten Band ein bisschen schwieriger, hat für mich auch einfach einen Moment gebraucht, bis ich drin war. Deswegen würde ich wahrscheinlich sogar dem ersten Band im Grunde nicht ganz volle Punktzahl geben. Aber beim zweiten Band, als man dann einfach in der Story drin war, war das einfach irre, wie schnell sich das hat weglesen lassen. Der Schreibstil von Victoria Schwab ist auch hier. Er ist mitreißend. Er hat die Welt wunderbar beschrieben, überhaupt auf diese Idee zu kommen und das wirklich sehr detailreich auch erzählt. Allerdings nicht im Übermaß und auch nicht allzu erklärbärmäßig, sondern eben so, dass man eben wunderbar in diese Welt hineingefunden hat und sich darin dann auch fallen lassen konnte. Ich fand die Idee wirklich einfach nur irre. Ich fand sie innovativ. Ich fand es mal etwas ganz anderes und ich musste eben auch einfach dann weiterlesen. Die Protagonisten finde ich ebenfalls toll gezeichnet. Auch ihre Entwicklung über beide Bücher fand ich richtig, richtig toll. Also man konnte da wunderbarst mitfolgen. Wir haben ja zum einen Ellie, der sehr ehrgeizig ist und der auch wirklich fasziniert ist von diesen Gedanken, im Grunde Menschen mit besonderen Gaben auszustatten oder auch sich selbst im Grunde dazu zu machen. Zum einen treffen wir dann eben auch auf Victor, der ist vielleicht sogar nur eine Spur ehrgeiziger und penetranter, was das angeht und möchte eben auch das Geheimnis des menschlichen Körpers
so ein bisschen erforschen und entschlüsseln. Und dann treffen wir eben auch noch auf Sydney und Serena. Und die fand ich beide sehr besonders und mochte ich auch beide super gerne, ohne zu viel über beide zu erzählen. Das Besondere auch an Victoria Schwabs Stil ist auch wieder hier, wie es auch schon bei der Weltenwanderer-Saga war und wie ich auch finde bei Eddie LaRue, dass es eben nicht einfach nur schwarz-weiß ist, gut-böse ist, sondern eben ganz, ganz viele Zwischentöne dazwischen gibt und eben auch Facetten gibt von uns Menschen und ganz besonders, was eben diese Extraordinären angeht, also diese Menschen mit besonderen Gaben, diese Superhelden und dass eben auch die durchaus ja, böse und dunkel sein können. Es ist düster, es ist an mancher Stelle sehr brutal, es ist sprachlich sehr direkt und auf den Punkt und vielleicht ist es auch manchmal ein bisschen drüber, aber das hat mir auch besonderen Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen. Also mir hat die Geschichte sehr, sehr gut gefallen und als ich wirklich so nach den ersten 80 Seiten drin war, wollte ich es auch überhaupt nicht mehr weglegen und habe wirklich die Geschichte inhaliert und das macht auch tatsächlich der Stil von Victoria Schwab aus, dass sie eben auch schnell erzählt, dass sie lebendig erzählt, dass sie einen mit reinzieht und ja förmlich im Grunde das greifen lässt, was hier drin erlebt wird und das fand ich einfach großartig. Also wirklich eine Dilogie, die ich sehr, sehr empfehlen kann. Überhaupt, ja, Victoria Schwab, die Autorenentdeckung für mich in diesem Jahr. Allerdings muss ich aufpassen unter V.I. Schwab, wenn es eben eher in diese Erwachseneren-Romane geht. Und ja, da muss ich echt sagen, bin ich sehr begeistert. Und ich war das ja auch schon von Eddie LaRue. Da freue ich mich jetzt dann irgendwann, das echte Buch in Händen zu halten. Hier wird jetzt der erste Teil einfach stellvertretend im Regal bleiben. Ich glaube nicht, dass ich mir den zweiten Band nachkaufen werde. Aber schön, den auf jeden Fall auch im Regal zu haben. Und ja, großes Kino, hat sehr viel Spaß gemacht und war mal eine ganz andere Superheldengeschichte. Weiter geht es dann mit einem ganz klassischen Psychothriller und zwar von John Mars haben wir Wenn Schweigen tötet gelesen. Wir sind Maike, Claudia und Sibby. Alle Kanäle findet ihr auch unten in der Infobox. Schaut da auch gerne mal vorbei. Und wir haben jetzt 2 Wochen in diesem Thriller gelesen und hatten, glaube ich, unseren recht großen Spaß. Ja, überhaupt das Zusammenlesen finde ich bei Thrillern immer sehr toll und besonders auch bei John Mars, weil es da einfach so viele Wendungen, Fragen, Ideen gibt, die man eben auch einfach im Austausch haben kann. Und ja, da habe ich mich gefreut, dass wir uns wieder gefunden haben. Und ich habe jetzt auch bei Maike in den Neuzugängen schon gesehen, dass auch der nächste Thriller von John Mars schon bei ihr eingezogen ist. Und ja, ich glaube, da werden wir auf jeden Fall noch den ein oder anderen zusammen lesen. Das Buch ist relativ neu, im Januar diesen Jahres erschienen und geht eben von der Thematik oder vom Stil her eher in die gute Seele-Richtung, also in Thriller, als ja, anders ja als The Passengers und The One, was ja eher so Spannung-Science-Fiction-Romane waren. Also es ist da vom Stil und von der Erwartungshaltung definitiv schon ein bisschen was anderes. Wir lernen in der Geschichte Maggie und Nina kennen, die in einem Haus wohnen und auch jeden zweiten Abend zusammen Abendessen. Doch ja, recht schnell merken wir, dass irgendwas in dieser Wohngemeinschaft nicht so richtig stimmt, denn Maggie wird immer nach dem gemeinsamen Essen zurück in ihr Zimmer im Dachgeschoss gebracht und ja, scheinbar ist sie da eine Art Gefangene. Maggie scheint also irgendetwas Unverzeihliches gemacht zu haben und soll jetzt im Grunde den Preis dafür bezahlen. Doch Nina weiß scheinbar auch nicht alles aus der Vergangenheit und man merkt recht schnell, dass die Wahrheit auch sehr gefährlich sein kann und könnte und ja, merken so ein bisschen, dass zwischen diesen beiden Frauen irgendwas mal passiert sein muss. Ich möchte gar nicht zu viel erzählen, auch nicht zu der, was diese beiden zusammenführt und warum und weshalb. Ich glaube, das würde tatsächlich einen Großteil der Spannung einfach nehmen. Ich habe tatsächlich auch im Nachgang mir nochmal den Klappentext angeschaut, um eben möglichst spoilerfrei jeden offen so ein bisschen in diese Geschichte laufen zu lassen, weil es schon das ein oder andere direkt zu Beginn gibt, wo wir so den ersten Wow-Effekt hatten und uns echt gefragt haben, huch, stand das im Klappentext? War das bekannt? Wusste man das? Wie konnte das sein? Also diesen Effekt möchte ich euch eben auch nicht nehmen, denn ich finde, der macht ganz, ganz viel von John Mars aus, dass wir überraschende Wendungen haben, spannende Ideen und wirklich auch einen wahnsinnig temporeichen Thriller. Es ist ein sehr, sehr gelungener Thriller, das möchte ich wirklich sagen. Ich bin nicht immer in Thriller-Stimmung, das kommt bei mir wirklich so ein bisschen drauf an. Ich muss da Lust drauf haben, muss mich drauf einlassen können.
Aber hier habe ich mich auch wirklich wieder wunderbarst unterhalten gefühlt. Und das klingt schon ein bisschen komisch bei dieser Art von Thriller. John Mars hat hier wieder zwei Perspektiven geschaffen, sowohl von Maggie als auch von Nina. Zudem haben wir auch Rückblicke in die Vergangenheit, die auch so ein bisschen in diesen Ich-Perspektiven erzählt werden. Und wir können uns hier natürlich ganz oft die Frage stellen, wer sagt uns die Wahrheit, was stimmt, was steckt hinter der einen oder anderen Aussage, hinter dem einen oder anderen Gedanken. Und jetzt gerade knallt die Sonne hier total rein. Wer hätte das gedacht? Und das ist natürlich wirklich was man sich immer wieder bei John Mars auch fragen muss. Wer erzählt uns die Wahrheit? Warum wird manchmal anders geredet als gedacht? Und was steckt da tatsächlich dahinter? Welchen Plan verfolgen die Charaktere und wo wird das alles hinführen? Es ist unglaublich schnell erzählt, wie ich finde. Also es ist wirklich eins nach dem anderen. Man wird mit Dingen konfrontiert, es werden einem Dingen erzählt. Man ist da wirklich richtig mit nah dabei und das fand ich wirklich großartig. Also ich finde, sprachlich kann John Mars wirklich uns ja, mit Sogwirkung in die Geschichte ziehen und er schafft es wirklich hier, dass wir beide Perspektiven irgendwie verstehen, mitgehen, mitfühlen, darüber nachdenken, was ihnen passiert sein könnte und am Ende irgendwie vielleicht dann doch wieder alles über Bord immer mal geworfen haben, weil wir denken, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Die Gefühle für die Charaktere schwanken definitiv sehr häufig mit. Das hatten wir zum Teil auch schon bei der guten Seele, weil eben oftmals einfach alles über Bord wirklich geworfen wird und man so merkt, oh, was ich da angenommen habe und gedacht habe, ist dann doch wieder ganz anders. Und das, finde ich, macht er wirklich perfekt. Auch dieses Spielchen, wer uns hier die Wahrheit sagt, das ist super spannend. Was könnte passiert sein? Was hat es mit dem Titel auf sich? Warum ist alles so gekommen, wie es gekommen ist? Was steckt da dahinter? Wer irrt sich? Wer täuscht sich? Wer hat recht? Das macht halt auch großen, großen Spaß und ich finde auch, ist ein ganz toller Effekt. Jetzt komme ich aber bei diesem Thriller tatsächlich zu einem Aber, was dazu geführt hat, dass es für mich nicht das absolute Highlight wurde, denn es war mir an mancher Stelle einfach zu viel des Guten. Zum einen waren es doch manchmal zu viele Wendungen, zu viele Dinge, die für mich ungeklärt waren, beziehungsweise auch ein bisschen unlogisch erschienen. Also es gab so zwei, drei Dinge, wo wir uns auch wirklich gefragt haben, kann das wirklich so sein? Kann das wirklich alles so passiert sein? Ist das jetzt nicht nur einfach, damit es auf den Effekt im Grunde hinkommt oder dass es die Geschichte rund macht? Es war an mancher Stelle einfach ein bisschen zu viel des Guten. Und ja, das ist ja durchaus immer mal etwas, was ich bei John Mars gerade Richtung Ende kritisiere. Aber hier hat mich tatsächlich auch so ein bisschen gestört, dass dass ich mir einfach Fragen gestellt habe und dachte, könnte das wirklich so sein? Und für meine Begrifflichkeit, ich habe da irgendeinen Katzenhaar, hat das eben irgendwie nicht gepasst. Und ja, es ist so ein bisschen ein Schema bei John Mars zu erkennen. Und wir haben auch wirklich Charaktere, die einem irgendwie so unter die Haut gehen. Und das hat er hier definitiv auch geschafft. Aber ich finde ihn tatsächlich eine Spur schwächer als die gute Seele, was mich trotz der etwas wahnsinnig drüber Wendungen und Ideen noch so eine Spur mehr begeistern konnte. Weswegen ich dem jetzt hier eben keine 5 Sterne vergeben würde, sondern vielleicht tatsächlich am Ende nur 4, weil ich einfach doch zum Schluss dachte, ja, das glaube ich irgendwie nicht. Und das ist dann so ein bisschen schade, wenn eben ein Thriller, der doch sehr nah an der Realität ist, wobei, ich meine, klar, jeder, der eine Leiche, wenn man jetzt mal von einem klassischen Thriller ausgeht, dass die Leute immer Fälle selbst lösen wollen und nicht bei einer Leiche einfach eine Polizei anrufen, das wäre ja gefühlt wahrscheinlich hoffentlich dann auch irgendwann mal, wenn das passiert, dann wollen wir uns gar nicht vorstellen, wäre ja meine erste Reaktion, hätten wir natürlich nie einen Thriller. Aber mal davon abgesehen, dass das Offensichtliche oftmals nicht getan wird, ist halt dann trotzdem immer mal was dabei, wo ich denke, würde man wirklich so reagieren, würde man wirklich so agieren? Und das fand ich hier ein bisschen schade, dass ich mir das doch des Öfteren die Frage gestellt habe und auch gerade dann gegen Ende hin. Aber ein toller Thriller, John Mars, wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Wäre, glaube ich, auch wirklich ein Buch, was man irgendwie so in zwei Atemzüge wegsuchtet, weil auch die Kapitel kurz sind und wirklich auch oft wirklich mit so einem Cliffhanger enden. Und ja, das eben einfach auch besonderen Spaß macht.
Das nächste Buch geht dann in Richtung Fantasy und ist Fluch der sieben Seelen von Adeline Grace. Ist der Auftakt einer Dilogie und hier ist der zweite Band auch schon für Ende Juli, glaube ich, ja, Ende Juli angekündigt. Habe ich zusammen mit der lieben Becky gelesen, denn Becky hat mich auch auf dieses Buch aufmerksam gemacht, was mit dem Titel oder mit der Werbung wirbt. Throne of Glass trifft Fluch der Karibik. Und ich bin ein relativ großer Fluch der Karibik-Fan und Becky ein Throne of Glass-Fan. Und ja, das ist auch noch eine Reihe, die ich unbedingt demnächst mal anfangen möchte. Einfach zu viele Bücher, zu wenig Zeit. Ich habe aber den ersten Band ja schon hier. Können die ihn also auch durchaus mal hören. Und das hat gerade Becky sehr angesprochen und dann auch mich. Und dann haben wir uns dazu entschlossen, das Buch in dieser Woche auch zu lesen. Wir haben hier vom Cover her, finde ich, tatsächlich ein Buch, was ich auch ganz ansprechend finde, was so ein bisschen, ja, auch mal was anderes ist. Der zweite Band sieht ein bisschen ähnlich aus und, wie gesagt, wird im Juli erscheinen. Wir treffen hier auf Amora und sie ist eine Prinzessin des Inselkönigreiches Visidia und sie hat sich das ganze Leben im Grunde auf ihr Ziel vorbereitet, die Thronübernahme irgendwann den Thron zu übernehmen, so muss man sagen, den Thron zu übernehmen von ihrem Vater. Zum anderen soll sie bis zur Thronübernahme eben die Hofmagierin werden und ihre Magie im Grunde dort ausleben. Wir haben in diesem Königreich Magie. Jede Insel hat so seine eigene Form von Magie und die Bewohner dürfen auch nur die Form der Magie ausleben, die sie eben auf dieser Insel haben. Das heißt, man darf nicht mehr als eine Magieform in sich tragen. Und bei Amora ist es so, dass sie sich das frei aussuchen darf und zum anderen eben auch noch die gefährliche Seelenmagie beherrscht. Und diese Kombination führt in ihrem Monster, das sie im Grunde in sich trägt, was eben der Legende nach von Generation zu Generation übergeben wird, eben dazu, dass sie ihre Kräfte sehr unter Kontrolle haben muss. Und bei der öffentlichen Zeremonie geschieht dann aber das Schlimmste, denn sie hat eben sich, ihr Monster und ihre Magie nicht unter Kontrolle und wird dann eingesperrt. Doch auf einmal taucht ein Pirat auf, Bastian, der ihr zur Flucht verhelfen möchte und ihr auch ein bisschen noch was zu ihrem Königreich erzählt. Und das stellt Amoras Welt komplett auf den Kopf. Und sie muss sich da dann einfach entscheiden und mit verschiedensten anderen Charakteren und Charakteren ist das falsche Wort, Geschöpfen der magischen Welt, so könnte man es ausdrücken, dann eben überlegen, was richtig und gut ist für sie und ihr Königreich. Ja, Fluch der sieben Seelen ist schon im Grunde Fantasy mit so einer Dystopie, denn wir haben hier eben auch ein Machtsystem, was die Magie eingrenzt, was die Bevölkerung sozusagen auch schwächer macht, als sie am Ende eigentlich wären. Und das eben wirklich in einem Setting, was ich ganz toll fand. Ich fand es wirklich eine spannende, innovative und tolle Welt. Das hat mir wirklich unglaublich gut gefallen, wie uns die Welt gezeigt wurde, wie wir unterwegs sind zu den einzelnen Inseln, wie wir die Welt auch kennenlernen, wie wir die Menschen, Lebewesen auch dort kennenlernen. Ich fand das Magiesystem großartig erfunden und erzählt und auch wirklich mit tollen Beispielen eben auch gezeigt. Also nicht einfach nur erzählt, sondern wir haben wirklich anhand von Dingen, wie sie getan werden, gezeigt bekommen, wie sie funktioniert, was sie mit den einzelnen Menschen, sowohl der die Magie hat, als auch der die Magie im Grunde an ihm ausgelebt wird, bearbeitet wird, wie das funktioniert. Und das, finde ich, hat die Autorin richtig, richtig toll gemacht. Ich fand auch die Charaktere sehr toll gezeichnet. Ich mochte die humorvollen Stellen sehr gerne. Ich fand es auch wirklich spannend, wie sich so die Charaktere gefunden haben, wie sie agiert haben, wie sie auch miteinander sich irgendwie entwickelt und verändert haben. An mancher Stelle war es vielleicht ein bisschen oberflächlich, aber ich glaube, wenn man zu viel einfach in die Tiefe gegangen wäre, hätte das auch irgendwo dann natürlich den Rahmen gesprengt. Ich fand den Piraten Bastian richtig, richtig toll. Ich fand auch da die ein oder andere Anspielung auf Fluch der Karibik richtig schön und nicht irgendwie zu sehr geklaut oder drüber und hatte da schon wirklich auch meinen Spaß so mit diesen. Ja, das war ja auch das, was ich zum Beispiel auch bei Krisha einfach toll fand,
dass wir da eben irgendwann auch mal mit dem Schiff unterwegs waren. Und ja, das macht eben einfach Spaß. Und ich glaube, das ist so, Piraten sind, glaube ich, so ein Thema, was einfach auch mal wiederkommen kann, auch in Bezug auf Meerjungfrauen und Meeresungeheuer und so. Das hat man jetzt ja doch sehr, sehr lange gefühlt nicht mehr gelesen. Und das gefällt mir hier sehr gut. Es wird im Klappentext so ein bisschen eine Liebesgeschichte angedeutet. Da sollte man sich aber tatsächlich noch gar keine Gedanken machen. Die ist wirklich hier eher nur am Rande, was mir auch sehr gut gefallen hat. Und ich hatte immer mal so die Befürchtung, jetzt driftet es irgendwie hier ab. Aber nein. Da war wirklich die Angst total unbegründet. Die spielt hier wirklich nur eine sehr nachgelagerte Rolle und das hoffe ich bleibt dann auch im Band 2 so. Es gibt viele, viele spannende Wendungen, die ich auch nicht habe kommen sehen. Die Geschichte hätte aber für meinen Geschmack schon ein bisschen mehr Tempo vertragen. Definitiv ist es schon so, dass man merkt, ja, so ein bisschen die Spannungszügel hätten gerade vielleicht so in den ersten, ja, in der ersten Hälfte auf jeden Fall angezogen werden können, weil da haben wir dann doch so ein bisschen viel Erzählung und ein bisschen weniger Spannung. Das wurde dann so, ja, auf den letzten 150 Seiten auf jeden Fall besser, aber da haben wir am Anfang schon so ein bisschen gesagt, ja, ein bisschen mehr Tempo, ein bisschen mehr Spannung hätte hier der Geschichte definitiv noch mehr zugetragen. Auch war es für mich nicht so richtig düster, also der Vergleich mit Throne of Glass, wo für mich ja Throne of Glass in eine Richtung geht, wahrscheinlich wie Nevernight und das ja auch Becky so ein bisschen immer wieder erzählt, muss ich sagen, hier fand ich, dass das Düstere und auch das Brutale nicht so extrem war. Also das ist für mich wirklich schon eher, ja, ich weiß gar nicht, ob man es jetzt so als Jugendbuch auch betiteln kann, aber das ist schon Fantasy, die so eher ja, ein normales Level hat. Also nicht zu düster, nicht zu dark, nicht zu brutal, nicht zu derb. Also ich finde wirklich Fantasy gefühlt wirklich für alle so ein bisschen Mainstream, ohne dass ich das nachteilig finde. Aber ich glaube schon, dass umso düsterer, umso derber es wird, umso spezieller wird es und umso weniger können sich auch mit diesem Stil wahrscheinlich anfreunden. Also ich glaube, dass man bei Nevernight doch auch an seine Grenzen kommen kann oder auch bei der Hexersaga, aber hier definitiv nicht. Hier fand ich das sehr angenehm und wirklich gut und hat mir sehr gefallen. Also ein toller Auftakt, ein spannender erster Band, der auch mit einem sehr gemeinen Ende endet. Aber man muss ja letzten Endes nur knapp 2 Monate auf den zweiten Band warten. Und ich finde, das ist auch wieder ein sehr schöner Zeitraum, um Bücher zu veröffentlichen, weil einfach nicht so viel Zeit vergangen ist oder vergeht. Und ja, ein tolles Buch, was mich überraschenderweise auch begeistert hat. Hätte ich gar nicht so damit gerechnet, hatte hier schon die Befürchtung, in welche Richtung könnte das gehen, aber Becky hatte hier einen guten Riecher und das ist definitiv, glaube ich, auch ein Buch, über das wir im nächsten Quartalshangout dann auch ein bisschen quatschen können. Und dann ist eben Dienstag, Mittwoch in meinem Urlaub was passiert, was mich so ein bisschen, ja, wieder aus dem Gleichgewicht gebracht hat. Und mir war nach Harry Potter. Ja, ich kehre sehr oft zurück zu Harry Potter, wenn es mir irgendwie nicht ganz so gut geht. Und ich hatte ja im März schon Band 1 und 2 gehört und habe jetzt eben einfach mit Band 3 weitergemacht. Der Gefangene von Azkaban von J.K. Rowling. Und ich glaube, ich muss zu Harry Potter gar nicht so viel sagen. Ja, ich habe hier auch ja den kleinen Sirius Black stellvertretend mal herausgeholt. Und der spielt ja in Der Gefangene von Azkaban auch eine ganz, ganz große Rolle. Und ich glaube, ich muss nichts zur Geschichte erzählen. Ich glaube, jeder, der es noch nicht kennt, den interessiert es auch einfach nicht. Und ich bin halt beim dritten Band. Also ich mag diesen Band so gerne und ich weiß nicht, ob man Harry Potter überhaupt noch spoilern kann, weil hier einfach so viel aus der Vergangenheit auch zusammenkommt. Also, dass Harry so seine Eltern nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel kennenlernt, eben durch die Charaktere, die hier auftauchen, besonders durch Remus Lupin und auch Sirius Black, dass hier Wahrheiten ans Licht kommen, dass wir Patronusse kennenlernen und ja, auch so ein bisschen eine Unlogik haben mit der Karte der Rumtreiber, aber das ja, ist auch so Jammern auf hohem Niveau. Es macht mir unglaublichen Spaß. Ich finde, wir haben so viele Herzensmomente im dritten Band und es wird jetzt eben auch durch die Dementoren und so ein bisschen düsterer und gleichzeitig werden unsere drei und auch ja alle anderen so ein bisschen älter und reifer und es macht mir unglaublichen Spaß. Also ich mag den dritten Band sehr, sehr gerne. Ich bin immer kein Freund davon, bei Harry Potter zu sagen, es gibt einen Lieblingsband, weil jeder Band hat sowas ganz Besonderes. Aber was so diese Wärme angeht und auch dieses,
Gefühl, glaube ich, was in Harry aufkommt. Ich glaube, da dieses warme, wohlige, trotz der Spannung natürlich, ich glaube, da ist der dritte Band schon relativ weit vorne. Und wir sind jetzt natürlich auch schon wunderbarst eingetaucht in diese Welt. Und ja, ich mag den dritten Band, ich liebe den dritten Band. Toll gesprochen auch wieder von Rufus Beck. Und ich denke mal, dass es jetzt nach und nach für mich dann in der Reihe auf jeden Fall in diesem Jahr auch weitergehen wird. Und da freue ich mich dann im vierten Teil auch schon auf das Trimagische Turnier und auf die Quidditch-Weltmeisterschaft und ja, auf ein ganz anderes Weihnachtsfest sozusagen im Potter-Universum, als es ja sonst so der Fall ist. Und ja, hier dann eben auch ein Highlight. Bei mir sind alle Harry Potter-Bücher Highlights. Und aber ich brauche da, glaube ich, gar nicht mehr weiter was zu erzählen. Nach den Büchern und ja, ich fand es tatsächlich doch eine ganz angenehme und schöne Bücherwoche, zumindest was die Bücher betrifft, habe ich auch noch einen Film mit zwei Freunden geguckt, in digitaler Form geguckt, nämlich Interstellar, einer meiner absoluten Lieblingsfilme von Christopher Nolan, der so ein bisschen Wurmlöcher, schwarze Löcher, andere Planeten aufmacht, also wirklich wahnsinnig tolle Science-Fiction mit Matthew McConaughey. Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Ein wahnsinnig toller Film, der wirklich zu den schönsten, für mich zumindest zu den besten Filmen zählt, die ich gesehen habe. Ich entdecke immer wieder Kleinigkeiten, die anders sind, die spannend sind, die Zusammenhänge haben. Und Christopher Nolan hat das einfach großartig gemacht. Ein Film, den ich gefühlt auch mindestens einmal im Jahr anschaue. Und da er jetzt eben auch auf Netflix verfügbar war, im Grunde in digitaler Form konnte der angeguckt werden. Bei mir ist natürlich die Blu-ray in den Player gekommen und wurde da geschaut. Aber ein Film, den ich echt empfehlen kann und der eben jetzt auf Netflix zur Verfügung steht. Dann hat, glaube ich, uns Phil bei den Kingsianern erzählt, dass ein neuer Cillian Murphy, heißt der Cillian? Ryan Murphy? Wer ist da? Wer ist der Schauspieler? Wer ist der Produzent? Also auf jeden Fall ein Murphy-Film, eine Serie herausgekommen ist, und zwar Horsten. Und zwar eine Staffel, eine Miniserie, ich glaube mit 5 Folgen, so knapp eine Dreiviertelstunde bis Stunde. Und die zeigt uns eben das Leben des Designers Roy Hodgson, der besonders bekannt wurde durch einen Hut, den er entworfen hat. Oder überhaupt hat er eben Damenhüte entworfen und wurde dann eben bekannt als Jackie Kennedy, einer seiner Hüte getragen hat. Und nach den Hüten kam dann eben auch Mode, es kam Düfte, es kam Accessoires, es war alles irgendwie dabei. Der Name Hodgson hat sich im Grunde, stand dann eben auch für eine Art Lebensgefühl. Und wir haben in dieser Serie eben Hodgson, der gespielt wird von Ewan McGregor. Und dieser Mann, dieser Schauspieler ist einfach bombastisch gut. Ich liebe ihn, ich liebe seine Filme. Ich habe da gefühlt wirklich ziemlich viel von seinen Filmen auch gesehen. Ich finde ihn wirklich faszinierend, was der mit Mimik machen kann, mit wie er dann auch agiert. Richtig, richtig toll. Und ich finde auch, dass ihm diese Rolle sehr gut gelegen hat. Zudem haben wir eine tolle Krista Rodriguez, den Namen im extra aufgesprungen, die eine wahnsinnig gute Liza Minnelli abgibt, noch in sehr jungen Jahren. Denn die Serie spielt im Grunde so in den 1960ern bis knapp 1980er, eben auch so der Zeitverlauf, wo Hodgson unterwegs war. Und wir sind hier eben wirklich auch zum anderen in Studio 54 unterwegs. Wir treffen auf diesen Lebensgeist, auf diese Freiheit, auf natürlich wahnsinnig viel Drogenkonsum. Echt irre, also das ist was ich nicht unbedingt gebrauchen kann. Aber ansonsten war es so frei, noch so anders. Und wenn man denkt, dass da ja gar nicht so viel Zeit dazwischen liegt, alleine was, wo überall früher geraucht wurde, in Clubs, im Büro, im Flugzeug, einfach irgendwo hat man sich, ohne was zu sagen, eine Zigarette angemacht. Und da sitzt man heute so da und denkt sich, okay, das wäre undenkbar. Also zum einen natürlich überhaupt auch ein Studio 54 wäre jetzt denkbar zu Pandemiezeiten, aber das ist natürlich nochmal was ganz anderes. Aber allein wie es da auch zugegangen ist, also Sodom und Gomorra war da gefühlt nichts. Und das fängt diese Serie wirklich wahnsinnig gut ein. Also es ist eine ganz, ganz tolle und spannende Serie, die eben so diesen Zeitgeist mitträgt, die diesen besonders extrovertierten Künstler uns zeigt. Und dann auch wirklich wahnsinnig toll an mancher Stelle sehr emotional ist, humorvoll ist und auch so sehr exzentrisch. Und das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Also auch vom Bild wirklich toll, auch von der Musik. Was mir ein bisschen
gefehlt hat, waren so wichtige Nebencharaktere eigentlich in Hodgsons Umgebung. Also sei es ein Andy Warhol oder auch verschiedenste musikalische Künstler, mit denen er befreundet war im wahren Leben. Das hat so ein bisschen gefehlt, aber ja, man kann natürlich nicht alles in so eine Kurzserie packen. Sehr toll fand ich tatsächlich auch die Darstellung von Liza Minnelli, wo man eben auch so sagt, man hat ihren Struggle so ein bisschen gezeigt, wie es eben ist als Tochter von Judy Garland und solche Dinge, wie man das eingefangen hat und auch Betty Ford eine Rolle gespielt hat und ach, einfach großartig. Also mir hat die Serie sehr viel Spaß gemacht. Ich habe die 5 Folgen wirklich dann einfach Freitag, Samstag, Sonntag weggesuchtet und hatte hier wirklich auch meinen Spaß dabei und einfach auch so noch ein bisschen mehr was von Hodgson, von Roy Hodgson zu sehen, wo man sonst sagt, ja, irgendwie hat man schon mal was gesehen und gehört. Tatsächlich mehr in Bezug mit Andy Warhol, aber ja, jetzt habe ich eben auch ein bisschen mehr von ihm kennengelernt und Ewan McGregor hat das wirklich großartig gespielt und ja, hat mir auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Und ja, das war's jetzt. Meine Urlaubswoche, meine Bücherwoche. Nach wie vor würde ich sagen, ich könnte jetzt noch eine Woche Urlaub gebrauchen. Zum Glück ist der Sommerurlaub Ende Juni nicht ganz so weit weg und dann habe ich ja auch 3 Wochen frei und hoffe auch, dass dann sowohl was da draußen das Wetter angeht, als auch was so die Inzidenzzahlen und so angeht, dass da einfach ein bisschen was möglich sein wird und auch wenn es da nicht ins Ausland für mich geht, das würde ich, wenn dann vielleicht tatsächlich eher im Herbst sehen, ja, hoffe ich einfach, dass ein bisschen was machbar sein wird und man das dann auch ja, genießen kann und entspannen kann, denn ich fand jetzt so diese 5 Monate bis jetzt in diesem Jahr, die hatten es schon ganz schön in sich und ich bin jetzt froh, wenn es ein bisschen aufwärts geht. Und ja, ich bin sehr gespannt, was ihr in dieser Woche gelesen habt, ob ihr einen der Bücher vielleicht auch schon kennt, ob euch irgendwas angesprochen hat, ob ihr die Serie schon geschaut habt oder auch wie ihr Interstellar gefunden habt. Lasst uns da gerne in den Kommentaren ein bisschen austauschen. Alle Infos zu den Büchern und auch zu den Kanälen, von denen ich gesprochen habe, findet ihr in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.